Bin ich als Fotograf eigentlich gut genug? Irgendwie stelle ich mir diese Frage in letzter Zeit relativ häufig. Und wenn ich so durch Instagram durchscrolle, dann sehe ich immer so viele andere Fotografen, die so viel besser sind als ich. Und ich frage mich jedes Mal, warum schaffe ich das nicht auch? Aber ich habe festgestellt, dass ich tatsächlich nicht der Einzige bin, der genau so denkt. Ich war zusammen mit Christian Anderl unterwegs, und zwar in Österreich am Lüder See. Und wir haben uns diese und viele weitere Fragen gestellt. Wir haben jetzt, ich würde sagen, Hälfte? Hälfte? Ja, hoffentlich, hoffe. Wir hoffen die Hälfte. Ich hoffe. Es sieht ganz gut aus vom Wetter. Denke mal, wir haben einen ganz coolen Sonnenuntergang. Wir haben ein paar schöne Quellwolken am Himmel. Und dann gucken wir einfach mal, was wir machen da oben. Was haben wir uns nur gedacht? Wir hätten uns in einem Café irgendwo, weißt, an einem Fluss. Es gibt so viele schöne Orte in Österreich. Aber nein, in die Berge. Ja, wir müssen auf den schönsten Berg mit dem schönsten Bergsee. Also, ist ja Quatsch. Damit wir alle Klischees erfüllen können. Da wollen wir hin. Hier haben wir noch ein kleines Schneefeld vor uns. Und von da unten kommt der. Das ist echt gut, weil auf so einer GoPro sieht das alles immer durch den Weitwinkel so klein aus. Wobei jetzt sind wir noch gar nicht gekommen. Haben. Ja, wir sind ja auch nicht zum Spaß hier. Genau. Wir sind zum Arbeiten hier. Ja, richtig. Das ist ein tolles Leben. Ist anstrengend. Ja, es ist toll. Genau. Aber ich verstehe es anderes, Mann. Aber es ist kein Urlaub. Also, es ist kein Urlaub. Unter Urlaub verstehe ich was anderes. Das Ding ist, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich brauche keinen Urlaub mehr, seit ich das mache. Genau. Nach ca. 90 Minuten Aufstieg waren wir dann endlich oben und ich war völlig überwältigt. Schon schön. Schoshi heißt es. Schoshi? Schoshi. Schoshi. Ich würde sagen, wir müssen noch ein Stückchen höher. Auch wenn du es nicht gerne hörst. Aber ich glaube tatsächlich, wenn wir da noch ein Stück weiter nach oben gehen, dann hat man ein bisschen besseren Blick auf den See. Ich wollte ja eigentlich für mein YouTube-Video dir ein paar Fragen zum Thema Vorbereitung stellen. Aber ich glaube, wir reden lieber über Filme oder so. Wir reden darüber, kreativ zu werden, wenn man sich nicht vorbereitet hat. Genau. Zu viel Vorbereitung, das waren doch deine Worte, oder? Im Vorfeld. Zu viel Vorbereitung beschränkt die Kreativität. Ja, so rede ich noch immer schon. Ein paar hundert Meter weiter und etwas höher hatte ich dann den ersten richtig tollen Blick auf den See. Hier haben wir schön den ersten Spot gefunden. Ich habe hier gerade das erste Foto gemacht. Ich bin noch nicht so hundertprozentig zufrieden, weil ich glaube, ich muss noch ein bisschen weiter nach oben, damit ich mehr Ebenen habe. So Vordergrund, See, Hintergrund mit den Bergen, dann noch den Himmel dazu. Im Moment ist das alles noch so ein bisschen zu sehr komprimiert. Ich will es noch ein bisschen weiter auseinanderziehen. Und je weiter ich nach oben gehe, umso besser schaffe ich das. Dann kriege ich vielleicht sogar ein Hochkantbild hin. Kriegen wir hier gerade nochmal schönes Licht rein. Sonne fällt hier gerade nochmal schön auf den Vordergrund. Und sie geht auch so hinter dem Berg unter, dass die tatsächlich, habe ich gerade bei Fotopilz geguckt, dass die hier so untergeht. Also wir werden auch wirklich zum Sonnenuntergang nachher noch ein bisschen Licht hier zumindest auf den Vordergrund bekommen. Nicht auf den See selber, aber zumindest hier auf den Vordergrund. Und vielleicht sogar hinten auf die Berge noch. Nur mal gucken. Wir können hier vielleicht noch einen richtig coolen Shot hinbekommen. Was sagst du? Nicht aufgeben ist das Wichtigste. So, ich denke, den Shot, den haben wir in der Kiste. Jetzt laufen wir noch mal ein Stück weiter nach runter. Zufrieden? Ja, ich denke schon. Ganz ehrliche Frage, wann ist es 100%? Gibt es 100% oder anders, hattest du jemals 100%? Ja, tatsächlich hatte ich einmal so ein 100%-Ding. Da war ich an der Rakotsbrücke. Die Geschichte habe ich auf meinem Kanal auch schon öfter erzählt. So, da habe ich verschlafen. Wollte mit einem Kumpel zusammen hin. Der hat mich angerufen, er war schon eine Stunde auf der Autobahn. Hat er gesagt, komm, fahr noch los, es lohnt sich noch. Dann bin ich wirklich da angekommen, die Kamera ausgepackt, einen Shot gemacht. Es war perfekte Bedingungen mit Sonnenaufgang. Cool. Und ich war in 5 Minuten fertig. Also, aber das passiert nicht oft. Nee, es passiert das nicht oft. Das passiert nicht oft. Aber ansonsten hast du eigentlich bei jedem Bild immer noch irgendwas, wo du sagst, ah, das kann ich hätte ich besser machen können. Ja, genau. Das würde ich nächstes Mal an. Aber das habe ich nicht gesehen. Das ist ja aber auch das Schöne. Genau. Du bist nie fertig, sondern du hast immer noch mal, du gehst, kannst immer noch mal losgehen. Egal, wen ich frage, ja. Lange habe ich gedacht, das bin nur ich. Und habe gedacht, bin einfach nicht gut genug. Und deswegen ist das bei mir so. Und je mehr Fotografen ich gefragt habe, umso mehr bin ich draufgekommen, das sind alle. Und dann habe ich erst festgestellt, irgendwann mal, da habe ich schon 10 Jahre fotografiert, ja, habe ich mir gedacht, ach so,
Vielleicht ist das genau das, was einen ein Leben lang bei Fotografie halten kann. Ja, und ich glaube auch gerade, du bist gerade dann ein guter Fotograf, wenn du nicht zufrieden bist. Wenn du nie aufhörst. Wenn du nicht zufrieden bist und immer weiter lernst, genau. Ist es bei dir auch so, dass du immer andere Fotografen anguckst und dir so denkst, oh Mann, ey, warum kriege ich das nicht so hin? Ständig. Ey, es ist so krass. Du machst Instagram auf und ich denke mir jedes Mal so, warum kann ich nicht so gut fotografieren wie die? Aber das Schöne ist, die richtig Guten, die man so bewundert, denen geht es manchmal nicht anders. Ando ja. Fuchs, aus meiner Sicht einer der größten Lebenden, ja. Wirklich. Und unterschätzt sich selber, glaube ich, enorm, weil letztens hat er mir geschrieben, ja, scheinbar kann ich das halbwegs gut. Und ich habe mir gedacht, ja. Wie gut kann man werden, bis man selber sagt, na, das kann ich gut. Und vielleicht ist es aber genau das, vielleicht sollte man nie an den Punkt kommen, wo man über die eigene Arbeit sagt, ich kann das richtig gut. Das ist gar nicht, weil das dann, Ziel. Dann bist du satt und dann also für mich wäre es dann vorbei. Wenn ich komplett satt bin mit einem Thema, weil ich sage, ich komme nicht weiter, genau. Dann würde ich aufhören. Es gibt so viele Genres in der Fotografie, es gibt so viel, da kann man immer was Neues lernen. Wenn man findet in Landschaftsfotografie oder im Porträt oder wo auch immer, bin ich an meinem Ziel und bin so gut, wie ich werden kann, dann geht man raus und macht was anderes. Zum Beispiel Street und versagt komplett, so wie ich letztens. Für diesen Abend war es das. Wir sind dann wieder runtergewandert, haben noch was getrunken und was gegessen auf der Hütte und haben dann kurz geschlafen, denn direkt am nächsten Morgen sind wir wieder hoch, aber diesmal mit der Seilbahn. Es ist vor allem cool, wie das Licht dort hinten jetzt auf die Berge fällt und auch schon so ein bisschen auf das Wasser. Die einzige Sorge, die ich habe, weil die Sonne wird jetzt gleich da hinten hinter den Bergen aufgehen. Und da ist so die einzige Sorge, dass das Licht dann schon ein bisschen zu hart ist, weil der eigentliche Sonnenaufgang ist schon 2,5 Stunden her. Leute, ich habe einen richtig schönen Spot gefunden. Bin jetzt mal wirklich weit nach oben gewandert. Jetzt hat man auch hier einen schönen Blick auf den See. Kamera einmal Stativ umgedreht. Kamera dicht über dem Boden. Einen schönen Vordergrund hier mit ein paar tollen Blumen. Und im Hintergrund der See mit der Bergkette. Richtig cool. Ich fotografiere hochkant, damit ich eine schöne Ebenenseparation drin habe. Also Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund. Ich muss das Ganze natürlich mit dem Fokus-Stacking machen, weil ich muss einmal auf den Vordergrund, einmal auf den Mittelgrund und einmal auf den Hintergrund fokussieren. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Licht ist okay. Könnte noch ein bisschen besser sein natürlich, wenn jetzt Sonnenuntergang wäre oder so. Wir haben hier im Vordergrund, ist das alles ein bisschen im Schatten. Der Hintergrund, der ist ein bisschen mehr in der Sonne, deswegen fotografiere ich auch mit dem Verlaufsfilter. Aber grundsätzlich ist das hier schon eine schöne Szenerie. Wir haben ein paar schöne Wolken am Himmel. Passt also. So, wir machen uns jetzt wieder auf den Rückweg. Also wir müssen hier einmal nach da unten laufen. Dort gibt es noch einen Kaffee. Hast du Bock, öfter Landschaften wieder zu fotografieren? Ja, total. Ja? Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich das jetzt gerade mit dir mache, weil ich habe das dringende Bedürfnis, wieder mehr rauszukommen. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst, bist sehr viel draußen unterwegs, aber ich habe so eine Phase gerade hinter mir oder stecke gerade drin, wo ich viel zu viel drinnen bin. Das wird alles irgendwie ein bisschen theoretisch und jetzt habe ich beschlossen, ich muss jetzt einfach mehr raus, mehr neue Menschen treffen, neue Sichtweisen oder draufkommen, dass wir das alle gleich sehen. Das kann auch spannend sein. Und einfach wieder rauskommen und ich habe gerade wahnsinnige Lust. Wenn du zu lange am selben Ort bist und feststeckst, dann ist es extrem mühsam, ins Auto zu steigen, irgendwo hinzufahren, auf den Berg raufzugehen. Du, bei der Vorstellung schon denkst du dir, und dann bin ich vielleicht oben und das Wetter passt nicht. Nein, ich mache es nicht. Und wenn man es dann aber mal gemacht hat, mit jemandem anderen, dann kommt die Motivation zurück. Ich komme immer wieder auf denselben Punkt zurück, auch in meinem Kanal geht es immer wieder darum, es ist der Prozess so viel wichtiger als das Ergebnis manchmal. Ja. Und der ganze Prozess, gestern zu spät kommen, dann haben wir es nicht geschafft, Sonnenuntergang, dann in der Früh sofort wieder rauf und jetzt doch okay, wir sind nicht super glücklich, aber der Prozess ist trotzdem extrem befriedigend, es hat echt Spaß gemacht. Was ich jetzt auf jeden Fall mitnehme von diesem ganzen Trip ist, wenn man irgendwo hingeht, wo man vorher vielleicht noch nicht war, von der Location her, dass man sich auf jeden Fall die Zeit nimmt, mehrmals hier hinzukommen. Also, ich war jetzt gestern Abend hier, wir haben uns hier ein bisschen umgeschaut und jetzt heute Morgen nochmal. Und ich finde, heute Morgen habe ich den wesentlich besseren Shot bekommen. Von der Perspektive her hat man sich dann nochmal ein bisschen weiter nach oben gewagt. Und das ist halt so das Ding, man muss mit der Location hier erstmal
warm werden. Man muss sich erstmal umschauen, man muss erstmal gucken, welche Möglichkeiten haben wir überhaupt. Und ich glaube, wenn ich jetzt nochmal wiederkommen würde, dann würde ich noch ein besseres Foto hinbekommen, weil ich dann vielleicht auch nochmal andere Ecken mir anschaue und auch nochmal ganz neue Möglichkeiten rund um diesen See hier finden würde. Von daher, es wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich hier war. Aber ich bin auf jeden Fall jetzt mit dem Foto von heute Morgen sehr zufrieden. Ich habe auf dieser Reise festgestellt, dass ich nicht alleine bin mit meinen Gedanken. Christian hat da sehr, sehr ähnlich gedacht. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn andere Leute vermeintlich besser sind als du. Denn am Ende machen wir das doch nicht, um der Beste zu sein, sondern um Spaß an der Fotografie zu haben.